Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen hier im FCS Sportheim zur tatsächlich letzten vorbereiteten Spieltagspressekonferenz des Jahres 2023. Anlass ist unser letztes Heimspiel der Saison, morgen Abend im Ludwigspark, 19 Uhr gegen den aktuellen Tabellendritten und Aufsteiger SSV Ulm. Wir gucken auf das Spiel und die ganz kurze Erholungszeit nach dem Spiel gegen Regensburg mit unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Hallo. Und hallo. Mit Dominik Becker, unserem Abwehrspezialisten. Hallo, herzlich willkommen. Herr Rüdiger, zweimal drüber geschlafen. Welches Fazit aus dem Spiel gegen Regensburg, das ja eigentlich ein Spiel war, das man gewinnen muss, ziehst du denn jetzt? Ja, ich glaube, das unverändert, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, deutlich mehr Großchancen hatten als der Gegner und das Spiel gewinnen müssen. Von daher diese positiven Aspekte rauszuziehen, trotzdem auch glaube ich, allen bewusst, dass wir da vielleicht das, was in Freiburg richtig gut war, die Chancenverwertung, einfach gucken, dass wir das an morgen umsetzen können, dass wir aus den Möglichkeiten, die wir kriegen, dann auch Tore machen. Ich glaube, das ist das, was gefehlt hat. Ich glaube, zweite Halbzeit war ausgeglichener, aber insgesamt die Anzahl an Torchancen, die waren einfach auf unserer Seite. Und von daher müssen wir da verbessern, dass wir Spiele gewinnen können. Dominik, es fällt auf, dass gerade im Abwehrverband, wenn jemand ausfällt, der da reinkommt, nahtlos sich da einfügt und spielt, als wenn nichts gewesen wäre. Worauf führst du das zurück? Ja, ich glaube, das ist schon im letzten Jahr. Und auch da war es so, dass immer mal wieder jemand ausgefallen ist und jemand einspringen musste. Ja, ich glaube, da haben wir auch die nötige Qualität im Kader, dass das jeder auffangen kann, falls jemand ausfällt. Mhm. Rüdiger, Ulm spielt eine überraschend gute Saison, aktuell Tabellendritter mit 33 Punkten. Kann mich noch gut an das Hinspiel erinnern. War auch, wo wir ganz früh in Führung gegangen sind durch Kai Brünker. Haben die sich nochmal ins Spiel reingefuchst? Was erwartest du denn morgen Abend von denen? Ja, dass sie jetzt Tabellendritter sind, ist vielleicht überraschend, aber dass sie eine ordentliche Saison spielen werden, bin ich davon ausgegangen. Mannschaft, die einfach lange zusammen war. Als Aufsteiger Regionalliga Südwest haben die letzten Jahre gezeigt, dass sie immer eine gute Rolle gespielt haben. Ich glaube, wird auch wieder ähnliches Spiel wie auch im Hinspiel, wo es wirklich eng zugeht und große Intensität auf beiden Seiten einfach sein wird. Wir müssen einfach gucken, dass wir besser sind als Ulm. Ich glaube, das können wir auch, dass wir das Spiel gewinnen können. Dominik, wie ist sehr freut sich die Mannschaft, dass das letzte Spiel ist und dann ein bisschen Pause ist? Ja, ich glaube, die Pause wird uns allen gut tun. Ich glaube, die letzten vor allem 3-4 Wochen haben wir sehr, sehr viele Spiele gehabt, fast im 3-4-Tage-Rhythmus. Deswegen denke ich, dass auf jeden Fall uns gut tun wird und dann, dass wir gut in die Vorbereitung starten können im Trainingslager. Mhm. Du hast keinen Zettel dabei, das ist theoretisch ein gutes Zeichen. Ja, bleibt bei den Ausfällen wie Samstag. Bjarne Tölke war ja schon im Kader mit dabei gewesen. Jetzt Bonewo Ferro, der jetzt heute nochmal beim Arzt ist, muss man sehen, ob der zur Verfügung steht. Tim Schreiber wird heute auch wahrscheinlich trainieren, gucken, ob das funktioniert, ob das dann Sinn macht. Trotzdem haben wir, glaube ich, auch wenn die ausfallen sollten, genug Personal, um morgen ein Spiel gewinnen zu können. Das waren unsere Eingangsstatements. Kommen wir gerne zu den Fragen. Verletzten sind. Wie sieht es mit Tölke aus? Ja, war ja auch am Samstag schon im Kader. Also das ist auch, wenn das jetzt heute normal verläuft, auch ein Kandidat, der von Anfang an spielen könnte. Julius Biara fand ich sehr auffällig. Gegen Regensburg hat, glaube ich, den ersten Mal in seiner Karriere gefühlt über 90 gespielt. Nein, es war schon, das letzte Mal war am 4.4.2021. Hat er schon mal geschafft. Über 90? Über 90 Minuten. Gut. Ist es ein Kandidat, trotz allem für die englische Woche? Oder weil von der Leistung her kann man, würde man sagen, der kann es nicht rausholen, aber mit Blick auf seine körperliche Geschichte, wie ist denn da deine Gedanken? Ich will ihn da gerne von Anfang an spielen lassen. Muss man einfach mit ihm besprechen, wie das heute im Training ist, wie das dann auch morgen früh ist, wenn wir uns nochmal treffen werden.
Ich glaube, das wird eine kurzfristige Entscheidung, ob wir ihn dann von Anfang an spielen lassen oder dass er dann Kandidat ist, der dann als Einwechselspieler einen Unterschied ausmachen kann. Sehr, sehr erfreulich. Ich glaube, die letzten Wochen, wo er einfach ja, beschwerdefrei im Training ist und sich rangetastet hat über Kurzeinsätze, Einwechslungen in der Halbzeit und jetzt mit dem Spiel über 90 Minuten. Ich glaube, alle, die hier auch sind, die drumherum sind, wissen, welche Qualität er haben kann, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Und das müssen wir einfach morgen dann eine Entscheidung treffen. Ist er im Vollbesitz seiner Kräfte? Wird das funktionieren, um auch in der Startelf zu stehen? Ja, was nimmt man aus dem 2-2 gegen Regensburg mit, dass man sich eine Vielzahl von Chancen erarbeitet hat, gegen die beste Defensive der Liga zwei Tore gemacht hat? Und welche Schlüsse kann man da für das Spiel gegen Ulm, die ja auch eine ordentliche Defensive haben, mitnehmen? Ich glaube, es war ein Zeichen, dass wir gegen die beste Defensive der Liga sehr viele Möglichkeiten uns rausspielen können. Klar, auch einige Situationen erzwungen über lange Einwürfe, Standardsituationen, aber auch aus dem Spiel heraus viele Möglichkeiten hatten. Und ich glaube, das ist einfach der positive Aspekt, der einfach bei mir vorherrscht, zu sagen, ey, Mannschaft hat diese Qualität, einfach sich Chancen zu erarbeiten, zu erspielen und entsprechend auch, was die Mannschaft schon oft gezeigt hat, eine super Moral, auch nach Rückständen immer wieder zu kommen, um zurückzuschlagen, um wirklich dann auch ein positives Ergebnis dann schlussendlich auch mitzunehmen. Und das macht mich für mich morgen einfach das aus, dass wir da ähnlich strukturiert, ähnlich willig einfach spielen werden, dass wir gegen eine gute Ulmer Mannschaft erfolgreich sein können. Rüdiger, in den letzten Tagen war ein Gastspieler da aus Estland. Welchen Eindruck hat er bei dir hinterlassen? Ein sehr junger Spieler, hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Da müssen wir einfach jetzt intern besprechen, wie es da weitergeht. Also, dass das jetzt kein Spieler ist, der verpflichtet wird und direkt spielt, ist, glaube ich, allen klar, sondern irgendwo zu sehen, eine Entscheidung treffen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Er hat es definitiv ordentlich präsentiert, sonst hätten wir ihn nach ein, zwei Tagen wieder weggeschickt. Aber trotzdem intern einfach diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Dominik hat schon gesagt, die Pause, die braucht ihr jetzt auch, vor allem nach den letzten Wochen. Wie ist denn der Plan in der Pause? Ist sofort nach dem Spiel vorbei und man trifft sich erst im Januar wieder oder wie sieht es aus? Genau, nach dem Spiel ist direkt Schluss und entsprechend wird dann sehr früh im Januar wieder Start sein, entweder 2. oder 3. Januar, dass wir dann beginnen und dann 6. Januar ins Trainingslager dann wegfahren. Weil ich glaube, macht keinen Sinn, nochmal einen Tag hier zu bleiben. Ich glaube, sind alle froh, gerade was die letzten Wochen anbelangt, wo es echt viele, viele Spiele waren, stressig war, mal abzuschalten. Und ich glaube, deswegen wird die Spieler vielleicht freuen, dass werden die Laufpläne oder Trainingspläne für wirklich diese freien 2 Wochen auch wirklich human ausfallen, dass wir da auch wirklich abschalten können. Frage geht an Dominik, mit welchem Gefühl gehst du in die Pause? Du hast letztes Jahr in der Rückrunde relativ spät auf dich aufmerksam gemacht, kam es dann auch aus einer langwierigen Verletzung. Eigentlich schon gut in die Saison reingekommen, dann wieder verletzt gewesen und jetzt im Moment natürlich so einer, du hast eben von den 5 gesprochen, dann eher einer, der hinten dran war. Gehst du mit so einer Kampfansage jetzt in die Pause? Was sind so deine persönlichen Ziele und vielleicht auch ein kurzes Fazit? Ja, mit dem Start war ich auf jeden Fall zufrieden in die Saison. War dann eine relativ unglückliche Zeit. Aus einer kleinen Verletzung, die dann nochmal aufgebrochen ist, sind dann doch ein paar mehr Wochen geworden. Ich glaube, in der Zeit haben es halt die anderen sehr, sehr gut gemacht. Wir haben ja fast keine Gegentore kassiert, deswegen war man natürlich jetzt ein bisschen hinten dran. Aber das Ziel ist auf jeden Fall jetzt durchs Trainingslager und der Vorbereitung, sich wieder so ranzukämpfen, dass man auch eine Option ist für die Startelf auf jeden Fall, ja. Ja, dann noch 2 Fragen an dich und an den Dominik. Wie verbringt eigentlich der Trainer die Weihnachtszeit? Ja, der schaltet auch erstmal ab. Ich bin froh, dass er ein bisschen Zeit für die Familie hat. Kam so ein bisschen zu kurz die letzten Wochen. Von daher ein bisschen abschalten, ein bisschen die Zeit genießen, runterfahren. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was zu tun
jetzt Jürgen Lugiger und ich auch noch in der Winterpause. Von daher komplett Handy weglegen wird, glaube ich, nicht funktionieren. Was hast du vor über die Weihnachtsfeiertage? Fährst du weg? Fährst du in Urlaub? Ja, ich werde erstmal auf jeden Fall auch Zeit mit Freunden und Familie verbringen in Köln und Koblenz. Ja, und dann werde ich nach Weihnachten noch mal ein paar Tage nach Österreich fahren. Aber ja, nicht zum Skifahren? Nein, alles entspannter angehen. Oder ja, willst auf du jeden den, Fall. Den neuer machen? Nein, auf keinen Fall. Genau, nein, auf jeden Fall steht die Erholung im Vordergrund, dass man da wieder gut starten kann, ja. Also Schneeballschlacht in Österreich, alles klar. Ja, kommen wir dann gerne zu den Rahmenbedingungen. Morgen Abend, 19 Uhr, wie gesagt, der aktuelle Tabellendritte SSV Ulm zu Gast. Wir erwarten eine ähnliche Zuschauerzahl wie jetzt am Samstag gegen Regensburg, also zwischen 9.000 und 10.000 Zuschauer. Es ist ein Flutti-Spiel, immer dran denken, Feierabendverkehr, dann trotzdem gerne unseren Service nutzen, Shuttle-Bus-Verbindungen und unsere ÖPNV-Angebote. Ja, vielleicht zum Jahresausgang gerne nochmal in der Ludwigspark kommen und die Mannschaft unterstützen, damit der Abstand nach vorne nicht ganz so groß wird. Und in dieser Hoffnung sehen wir uns am Morgen Abend im Ludwigspark dann wieder. Alle, die ich nicht sehe, bis dahin, denen wünsche ich ja frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr mit den besten Wünschen und bis dahin eine gute Zeit. Wir sehen uns dann morgen im Ludwigspark und tschüss.